Und endlich mal wieder mit einer Truhe heiße ich euch alle herzlich willkommen, Chicos y Chicas, zu einer neuen Folge von Underwood Football Manager 2. Vielleicht habt ihr einen Cut gemerkt, aber mittendrin, wo ich meine Einleitung sagen wollte, habe ich mich gerade verschluckt. Musste extrem anfangen zu husten. Okay, wir sind, glaube ich, in die Liga G aufgestiegen, habe ich gerade gesehen. Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass der Sammy, der mich, ja, der neueste Follower auf Twitch ist, vielen Dank, falls der hier zuschaut, ja, der Grund, warum ich den Stream beendet habe, dass ich jetzt das Video aufnehmen will und danach den DFB-Pokal schauen will, der war eigentlich ein bisschen dumm, weil, wie ich gerade rausgefunden habe, spielt mein Lieblingsteam erst am Sonntag. Ich hatte keinen Plan, wann die spielen. Ich wusste nur, heute ist DFB-Pokal. Wahrscheinlich spielen die heute, aber nein, es ist morgen, also an einem Sonntag. Nein, nicht am Samstag. Also ist der Grund eigentlich dumm gewesen. Was heißt, dass ich vielleicht sogar noch FIFA Mobile dann aufnehmen werde. Hoffentlich. Weil morgen früh bin ich dann weg. Also früh bin ich noch da, aber dann bin ich weg. Dann haben wir richtig 2, 3 Tage Pause. Und das Problem ist, ich müsste das Video wirklich, also die beiden heute hochladen. Ja, und dann vielleicht bei FIFA Mobile einstellen, dass es morgen 10 Uhr veröffentlicht wird. Was aber schwierig ist, dass ich die heute beide hochlade, weil das dauert immer seine Zeit, vor allem bis die fertig gespeichert sind. Also ich schneide sie, speichere sie dann, die neue Datei und dann dauert das halt ein bisschen. Deshalb versuche ich die eigentlich relativ kurz zu halten. Und ja, hier gleich noch die nächste Truhe. Boah, ich habe mich verschluckt. Extrem vorhin und Alter, ich musste extrem anfangen zu husten. Ich hoffe, ich konnte das halbwegs gut schneiden. So, jetzt geht's wieder. Und joa, wo habe ich das viele Geld? Ah ja, man bekommt ja immer 3600 Scheine. Oder muss eigentlich 36.000 gewesen sein. 36.000. Nee, 34.000 pro Dude, den man hier zieht. Und ich bin jetzt reich. Kann man sich das Geld irgendwie ausdrucken? Dann würde ich mit YouTube aufhören. Dann würde ich nur noch streamen. Ja. Kurz als Hinweis für alle, die neu sind und sich fragen, warum ich nicht auf YouTube streame. Das war sogar meine erste Idee. Ich schweife mal ein bisschen ab und erkläre so Sachen, die ich eigentlich schon länger mal erklärt habe. Aber das ein bisschen zurückliegt. Und wenn ich so neue Zuschauer in der Zeit bekommen habe, erkläre ich dir einfach nochmal. Das ist nämlich eine ganz nice Geschichte. Also wenn ihr es nice findet, dass ich aus bestimmten Gründen nicht mehr auf YouTube streamen darf. Also ich habe nämlich auf YouTube angefangen, weil ich wusste, dort sind die meisten meiner Zuschauer. Ich war ja noch nie auf Twitch. Und allgemein sind dort mehr Leute als auf Twitch. Und deshalb habe ich da gestreamt. Plus gab es dann bei FIFA Mobile und Pro Evolution sogar Probleme, weil dann dort Copyright Music im Hintergrund lief und dann durfte ich nicht mehr streamen, weil ich im Prinzip live gegen die Richtlinien verstoßen habe. Weil ich eben Copyright Music laufen hatte. Live habe ich verstoßen. Live. Und das ist das Problem. Und deshalb darf ich das nicht mehr machen. Vor allem ist das Problem, weil es ein YouTube-Stream war. Wenn es ein Twitch-Stream wäre und ich ihn hochgeladen hätte, dann wäre es okay gewesen. Dann gilt es ja als Video. Ich hatte ja schon davor schon Videos, wo Musik drin war, die da nicht reingehört. Aber vor allem, wenn es in einem Livestream passiert, darf ich dann halt keine Streams mehr machen. Außerdem gibt es so eine Regel, dass du als YouTube Streamer, als YouTube-Streamer, ja, als YouTube, doch eigentlich als YouTube-Streamer, wenn du auf YouTube streamen willst, brauchst du mindestens 50 Abonnenten, wenn du mit dem Handy Sachen machst oder allgemein wahrscheinlich und deshalb geht das nicht mehr. Naja, egal. Ist irgendwie ein bisschen doof gelaufen und deshalb bin ich auf Twitch gelandet, was wahrscheinlich das Beste ist, was mir hier passiert ist. Na gut, es sei denn, ich hätte so viel auf YouTube gestreamt und Leute wären auf mich aufmerksam geworden, aber eigentlich Twitch ist ja für das Stream da. Und ich habe dort jetzt einfach doppelt so viel Follower. Nein, doppelt so viel habe ich nicht. Aber 20 mehr. Na, 20 mehr Follower als hier auf YouTube. Krass. So. Wen greife ich an? Den Dude hier. Ja. Komm schon. Bringen wir es hinter uns. Gescheitert. Nicht so nice. Erfolgreich. Super. Erste Aufgabe erfüllt. Also ich darf nicht mehr auf YouTube streamen, weil ich Copyright Music drin hatte. Und falls der Dude neu ist, der Sammy und das Game noch nicht kennt, dieses ist ein Manager-Spiel, also ganz grob gesagt, wo du halt einfach Spieler hast,
verschiedene 5 Stufen und die dann dementsprechend levelst, auch Gebäude, die für verschiedene Sachen da sind, zum Beispiel das ist der Clan und hier boostest du zum Beispiel die Werte deiner Spieler, das ist zum Beispiel das wichtigste Gebäude und verschiedene Sachen und das heißt Underworld Football Manager, weil du deine Gegner angreifen kannst, Gebäude beschädigen kannst und die Spieler bestechen kannst. Genau, das ist so eine kurze Definition von dem Game für alle, die jetzt neu sind und ja, sich fragen, was ich hier spiele. Okay, und das sind hier Quests, dadurch steigt um 1 der Wert, was ist das, Fitness. Wenn er wenig Fitness hat, ist die Chance höher, dass er sich mal verletzt. Also ich muss ihn 5 Spiele spielen lassen und er muss 3 weiße Westen bekommen, dadurch wird sein Torwartwert um 1% besser. Aber er darf keine Torwarthandschuhe tragen, die ich ihm wegnehmen muss, weil die boosten übrigens seinen Wert extrem. Ich hatte auch schon 4 Sterne Handschuhe, aber die habe ich aus Versehen. Naja, ich habe die verarbeiten lassen. Ich hatte 5 4-Sterne Handschuhe und die habe ich in 5-Sterne Handschuhe verarbeiten lassen. Da denkt ihr vielleicht, ist eigentlich ganz schlau. Nein, weil du darfst einem 4-Sterne-Spieler keine 5-Sterne Equipment-Sachen geben. Dafür bräuchte ich einen 5-Sterne Torwart und den habe ich nicht. Deshalb war das dumm. Und ich bekomme keine 4-Sterne Handschuhe mehr. So, ja, wir müssen jetzt Testspiele mit ihm machen. 5 Stück. Dann haben wir die erste Aufgabe erledigt. Und der Testspielplatz, da kriegt man im Prinzip diese Testspielhütchen, die man dann einsetzen kann, die deine Spieler boosten, extrem. Seht ihr, plus 108,1% bei Schnelligkeit. Und hier verschickst du Einladungen an das Kartellspiel. Also du bist in einer Gruppe, in einem Clan. Wir haben zum Beispiel 10 Mitglieder und jeder tut 2 seiner Spieler da rein. Und von den 20 spielen dann halt 11 die besten. Das musst du selber auswählen, welche 2 du reinpackst. Und ja, mit diesen Einladedingern gibst du halt deinem nächsten Spiel mehr Zuschauer. Und je mehr Zuschauer du hast, desto größer sind deine Belohnungen. Also im Prinzip eigentlich ganz simpel. Genau. So, also falls ihr neu seid, wisst ihr jetzt, was abgeht. Und man bekommt hier übrigens Punkte. Und ja, je nachdem, wenn man dann die 200 erreicht hat, bekommt man dann immer Kisten. Und ich habe momentan noch einen Mal 2 Boost drinne. Den bekommt man halt manchmal. Das ist so, bei dem Club Clash Event habe ich da ganz oft welche bekommen. So. Dann. Ja, gewinnen wir hier wunderbar und kriegen die nächste Truhe. Und ja, wir bekommen hier Sachen. Nicht sonderlich gut. Aber das ist besser als nichts, weil wenn man mehrere einständige Gegenstände hat, kann man auch, ja, seit neuerem, sage ich mal, es ist schon ein bisschen älter, diese Neuerung, aber ja, man kann mit 5 Ein-Sterne-Gegenständen dann einen 2-Sterne-Gegenstand machen. So, wunderbar, wir haben 2 Aufgaben auf einmal erfüllt und jetzt kommt ein kurzer Cut für Bonuspunkte, die ich mitnehmen muss. Ja, bis gleich. Gut, dann würde ich gerne mal ein bisschen über die Bayern reden, weil die haben ja immer noch in meinen Augen, oh, guck mal, perfekt. Das ist was, das ist eingetreten, was ich mir erhofft hatte. Was ich gerade als Beispiel genannt habe, wenn man 5 davon hat, dann kann man 2 Sterne Gegenstand herstellen und der ist schon um einiges besser. Nämlich doppelt so gut. Ja, also die Bayern, die haben in meinen Augen noch keinen Lewandowski-Nachfolger. Und ich habe Angst, dass man jetzt wirklich, was ich damals aus Spaß so gedacht habe, dass man jetzt einfach Mané in den Sturm stellt. Na? Weil, wie ich so oft erwähne, bin ich, wobei ich momentan relativ inaktiv bin, auf einer App, die sich FanQ nennt, wo so Fragen oder Umfragen auftauchen, man die beantworten kann, dazu dann so Kommentare schreibt, man kann auch selber Fragen stellen und einreichen so. Aber da war halt eine Frage, dass, weil man jetzt von Mané verpflichtet hat, ob die Bayern jetzt, wenn Lewandowski bleibt, ob man dann Mané überhaupt kaufen sollte. Und ich dachte mir so, hab dann auch geschrieben, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Mané spielt auf den Flügeln und Lewandowski ist Stürmer. Aber ich kann ja nicht in die Köpfe der Kaderplaner bei den Bayern schauen. Und man hat ja so ein Talent verpflichtet von Stade Rennes. Für 30 Millionen. Ich habe gehört, dass man da dran war. Aber ich wusste nicht, dass das so ein Top-Talent ist, dass man da 30 Millionen bezahlt. Aber ich kann mir das nicht als Stammstürmer vorstellen. Überhaupt nicht, irgendwie. Und ja, ich weiß nicht, wie das bei Bayern nächstes Jahr aussehen soll.
Kein Plan, wer da noch kommen soll. Also wenn die Maneda reinstellen, also ich weiß ja nicht. Die werden so oder so Meister, aber irgendwie, ich weiß ja nicht, das ist dumm. Gut, aber naja. Noch was mit Karanko. Wir sollen ihn seine Verteidigung verbessern. Heute ist der Karanko-Tag. Das Ding ist, ich kann seine Verteidigung gar nicht mehr verbessern. Ach, zur Verbesserung oder zur Verteidigung, gut. Ich soll ihm einen Gegenstand geben. Ich könnte ihm theoretisch das hier geben. Seht ihr das? Ja. Dann kann ich es ihm wieder zurückgeben. Das passt dann wieder. Oder noch die letzte Aufgabe. Turbin auf drei verschiedenen Positionen spielen lassen. Ja. Also falls, wie ihr denkt, was die Bayern denn jetzt machen, ob die Mané wirklich in den Sturm stellen oder ob ihr diesen Jungstar jetzt als Stammspieler seht oder ob ihr vielleicht die Idee habt, dass die mit diesem jungen neuen Spieler, mit Choupo-Moting und Zirkzee, der noch da ist, rotieren werden oder eure Vorschläge, was denn da so noch passieren wird in Sachen Sturm bei Bayern. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Würde mich extrem interessieren, was ihr darüber denkt. So, dann neuen Sponsor. Nehmen wir mal diese Fluggesellschaft, das ist sicher Qatar Airways. Und ja, haben wir die Aufgaben hier erfüllt. Wir müssen noch Spieler bestechen und Mannschaften attackieren. Für alle, die neu sind in Football Manager 2, vielleicht ist es ein Übersetzungsfehler, aber hier steht, attackiere Mannschaften in deiner Liga. Das heißt nicht, dass ihr zwei verschiedene Mannschaften attackieren müsst, wie es eigentlich da steht, sondern einfach nur zwei Gebäude. Also wenn ihr euch eine Mannschaft rausgepickt habt, die extrem schlecht ihre Gebäude verteidigt, also ein Dude, mal gucken, wer hat hier wenig Pokale. 2260, 2240 der hier, na, 2300, dann könnt ihr mal gucken. Hier, dann könnt ihr einfach zwei Gebäude angreifen. Das ist einfach entweder ein Bug. Oder, also ein Bug ist es ja nicht, es ist ein Fehler im Spiel oder eine falsche Übersetzung, weil das Entwicklerstudio ist, glaube ich, aus USA oder Großbritannien. Also, wobei, naja, mal sehen. Ist eigentlich auch scheißegal, warum das so ist. Hauptsache, ich erfülle meine Aufgaben. Jetzt müssen wir noch zwei Spieler bestechen. Mit Wodka. Die wollen aber nicht so richtig. Sehe ich hier. Dann schauen wir mal hier hin, bei ihm vorbei. Ob die Wodka-Fans sind. Oh ja, die sind Wodka-Fans. 58% gegen mich. Was nichts bringt, weil er wahrscheinlich nicht spielen wird, aber es ist für die Aufgabe. Ah, der hier noch. Und die sind im Knast, da kann man die Pfeile nutzen, um aus dem Knast zu kommen. Die man so halt hat. Alter, jetzt nimm den Wodka. Dann flieg halt vom Platz. Nimm halt dieses Kofferradio. Der ist wahrscheinlich einfach jemand, der keinen Alkohol trinkt. Also, ein Anti-Alkohol-Mensch. Gibt es ein bestimmtes Wort für Menschen, die keinen Alkohol trinken? Wie für zum Beispiel Vegetarier, die kein Fleisch essen? Einfach Anti-Alkohol, Leute. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, was muss er machen? Er muss auf verschiedene Positionen spielen. Dann tun wir ihn mal in die Innenverteidigung und lassen ihn mal spielen. Und dann noch nach rechts. Dann passt das. Und wir haben alle Aufgaben erfüllt. Und wenn man alle täglichen Aufgaben erfüllt hat, bekommt man ein Geschenk, nenne ich es jetzt mal. Oder allgemein bekommt man jetzt erstmal hier ein paar Belohnungen. Das seht ihr, tägliche Aufgaben erledigt. Bekommt man hier Gold, eine Kiste und diese Scouting-Münzen. Und man bekommt ein Kartellgeschenk, oder wie das heißt. Heißt das Kartellgeschenk? Was man schenken kann. Ja, Kartellgeschenk, wo dann halt alle anderen Mitglieder eine Belohnung bekommen, wie zum Beispiel, ja, so eine Pfeile, mit der man ausbrechen kann. Und man bekommt 1 von 10 hier oben, ne? Also das ist im Prinzip auch ein Pfad. Man bekommt Punkte, indem man gegnerische Kartellmitglieder
Gegner attackiert, besticht, also Spieler von denen besticht oder Gebäude beschädigt von anderen Kartellmitgliedern, die dein nächster Gegner sind. Also wenn ich jetzt bei dem Kartell mir einen Spieler rauspicke, also einen anderen Spieler und dessen Base beschädige oder einen seiner Spieler angreife oder besteche, würde ich hier Punkte bekommen. Punkte bekomme ich auch, wenn ich Kartellgeschenke verschicke oder wenn ich Sachen einsende, also diese Faneinladungen. Und dann kommt man in dem Pfad halt weiter. Gut, dann haben wir alles erreicht hier, was es zu erreichen gibt. Wir können noch ein paar Spiele machen. Ist unentschieden. Ich müsste gleich noch eine Werbung schauen. Das lasse ich mal. Warum ist das jetzt so schlecht? Das sieht nicht so gut aus. Das muss ich nachher noch verbessern. Dann gucken wir mal hier vorbei. Nee, hier kann man nichts machen. Also wir könnten den scouten, aber kriegt mir kein Geld. Kein zusätzliches, das hätte ich gerne. Das ist übrigens Club Clash. Bekommt man Belohnungen. Aber hierfür bin ich zu schwach, einfach weil momentan mein Trainingsplatz ja also zu wenig trainiert wird. Und ja, dann würde ich sagen, das war's. Vielleicht hat ja der ein oder andere neue Zuschauer zugesehen. Ich verweise ja immer manchmal in Streams darauf, dass ich, was ich so auf YouTube mache. Wobei ich weiß, dass Twitch-Leute, die auf Twitch zuschauen, jetzt nicht unbedingt gerne hören wollen, oh, ich bin auch auf YouTube und dann auf YouTube umsteigen. Das ist eher so getrennt, verstehe ich auch. Mich würde es auch nerven, wenn jemand ständig auf einer Plattform Werbung für eine andere Plattform machen würde, auf der er vertreten ist. Aber falls ihr Interesse habt, macht das eigentlich gar keinen Sinn, das jetzt zu sagen. Aber falls die YouTube-Leute Interesse an Twitch haben, das habe ich jederzeit verlinkt in der Videobeschreibung. Und dann hoffe ich mache euch nicht zu viel Werbung. Hoffentlich habt ihr alle noch einen traumhaften Tag. Schaut gerne beim nächsten Mal wieder vorbei und schreibt vor allem irgendetwas in die Kommentare. Wenn euch nichts einfällt, dann schreibt einfach, ich liebe Mangos. Das freut den Algorithmus und mich. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.